Recht herzlich willkommen zur 92. Folge vom Kerbal Space Programm. Ja, wir sind wieder drinnen, haben hier schon eine Flugbahn gemacht und ja, das war dann hier nicht mehr zu verschieben und es lag daran, dass wir schon weiter sind und das hatte der Dralo mir geschrieben, dafür bedanke ich mich natürlich. Machen wir ein neues Manöver und machen das dann nochmal, ne? So, und dann wollen wir mal gucken, wo wir hin müssen. So, den Kreis größer machen. Jetzt müssen wir langsam aufhören. Oder aufhören nicht, ne? Aber gucken, dass wir da. Ups, da hinten ist schon was. So, das hatten wir nochmal. Gehen wir mal auf den Fokus. Ne. Wo ist er denn? Und dann wir müssen da klicken, ne? Fokus. Da landen wir noch dahinter, okay. Wir müssen aber davor landen, ne? Okay, warte mal, da müssen wir wahrscheinlich mehr Gas geben, um davor zu kommen. Ja, ich glaube, jetzt ist richtig, ne? Stopp. 62. Und 120, aber wir können mal gerade reinzoomen, da müssten wir jetzt gleich die Bahn von diesem Kollegen hier sehen. Wer ist denn das Thema? Das war der eben, da hinten ist er. Tom Frotz oder so ähnlich, gut. Der liegt auf 43, also müssen wir gar nicht so weit vielleicht. 120. Machen wir mal weniger, oder? Warte mal. Den angeklickt. Und den nochmal angeklickt. Und dann. Ne, andersrum. Immer den können wir besser anpacken, ne? 43, 48. Noch ein bisschen mehr. 43 war das, ne? Gut. So, 43 und dann nochmal da rein. Wir müssen auf jeden Fall nach oben, höher. So, das war hier, glaube ich, dann runter, ne, oder? Okay, da ändert sich dann natürlich alles. Ne, da müssen wir nochmal anders angehen. Oder? Oh, das sieht doch schon gut aus. Und wir sind bei 126. Dann lass uns das da noch korrigieren. Ne, das war zu wenig, das ist mehr. Jetzt, okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und wir müssen noch ein bisschen höher. Kriege ich das hin? Muss ich hinkriegen, ne? So. Ne, das war wieder falsch rum. Nochmal reinschauen. Okay. Super. So, jetzt müssen wir nur, glaube ich, ein bisschen langsamer werden. Das wäre hier, ne? Ne? Was haben wir? Ach, da steht ja dran, 155, ne? Ist nicht so schwer, ne? Okay. Ne, das war falsch rum. Stopp, das war zu viel. Ja, 46 ist ja gar nicht mehr so schlecht. Da sind wir jetzt schon mal so in dem Bereich, wo er da auch ist. Jetzt können wir noch ein bisschen variieren. Das war nochmal. Ja.
Das war runter, ne? Oder? Nee, war es nicht. War hoch. Nochmal gucken. Nochmal gucken. Ja. Ist nicht schlecht, aber... Das Problem, ne, wir haben das Problem nicht. Der muss ja nur eine ganze Runde fliegen, ne, genau. So. Nochmal so. Dann nochmal reinzoomen. Ne, das wird nix. Dann sind wir zu schlecht eigentlich, würde ich sagen. So, jetzt nochmal raus. Da ist er. Ich glaube, wir lassen das erstmal so. Na, es ist jetzt auch schon... Wird werden, sag ich mal, ne? Das kriegen wir schon hin. Die andere Korrektur machen wir, wenn wir in die Richtung unterwegs sind, denke ich mal dann. So, den brauchen wir erstmal, ne? So, wir können mal Escape drücken, ne? Dann kommen wir wieder hier hin. Wo wir sind, ne? So, dann ausrichten erstmal, so ungefähr. Ich sehe keinen blauen Pfeil. Ist immer gut. Ja, der war natürlich unten, nicht oben. So, da schon mal hin. So. Und sollte so passen, ne? Und dann können wir hier Warp to Next Manöver mal machen. Dann kommen wir da hin. Dreht er sich rum. Und dann müssen wir schauen, dass wir da gleich ansetzen, ne? Jetzt müssen wir ein bisschen korrigieren hier. Können wir jetzt nicht, jetzt erst. So, zack. Bisschen links und dann würde ich schon sagen, ist das ganz gut geworden, ne? So. Okay. Noch einmal angucken. Ist noch da, ne? Ist schon ganz gut, denke ich mal. 57 ist ein bisschen, ah, da ist die PA. Wir werden das dann schon noch hinkriegen, wenn wir in der Nähe sind. So, dann würde ich sagen, fangen wir an zu brennen. Oh, 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 oh. Z, ganz sofort Gas machen. Wir sind viel zu spät dran, Zeit vertändelt, ne? Aber naja, auf der Entfernung macht es noch nicht so ein großes Problem, denke ich mal. Naja. Okay, läuft. Ja, schon voll über die Zeit wieder, vom vielen Gucken. So, der muss jetzt hier in die Ecke kommen und dann gehen wir mit dem Fokus nachher dahin, dann sehen wir das ja, ne? Dann machen wir noch feinjustieren. Kommt schon. Wird schon größer hier. Millionen von Kilometer. So. 130. Und 70, 60, 50, 40, 30, 20. Okay, dann machen wir mal ein bisschen... Jetzt gehen wir auf den Fokus hier mal gerade, glaube ich, oder? Hallo? Macht er nicht, oder doch? Egal. Gut.
könnte ein bisschen mehr sein, ne? Ich glaube, den machen wir jetzt aber anders. Den machen wir jetzt so. Warte mal. Ich glaube, da machen wir ein bisschen mehr noch. So. So ist gut. Und dann sind wir schon mal auf einer ganz guten Flugbahn dahin, ne? Okay, dann würde ich sagen, können wir hier hinten die Note wegmachen. Und dann sind wir auf dem Weg dahin. Bis dahin. Ja, dann müssten wir jetzt überlegen. Jetzt können wir das Feinjustieren nochmal in Angriff nehmen, oder? Da ist der Blanc. Unset Target will ich nicht. Nein, ich möchte gerne. Also wir sind hier drauf fokussiert, deswegen alles klar. Add Manöver, so, das wollte ich haben. Dann den Fokus auf den Mund am besten. Ist er das? Nee. Wo ist denn der jetzt? Da ist auf jeden Fall. Focus View. Und dann kriege ich den jetzt da an? Ja, kriege ich. So, jetzt müsste ich mal gucken. Und das sieht schon top aus, oder? Kann das sein? Das ist wirklich schon mal eine herrliche Linie da zu ihm hin. Ja, das heißt einfach jetzt mal ausrichten. Wo ist wieder der blaue Punkt? Oben natürlich, diesmal. So, darüber. Dahin. So, ist gut. Jetzt müssen wir gerade minimal uns da hochhieven. Und jetzt sehen wir ja top, wo wir hin müssen, ne? Ich will noch einen Tacken. So, super, oder? So, jetzt müssten wir noch Schub wegnehmen, damit wir näher rankommen, oder? Da brauchen wir ja eigentlich nur hier ausrichten. Und dann einmal kurz da, so. Und dann sind wir, glaube ich, dran, oder? So, das ist schon mal fast optimale Kurve dann. Den Punkt können wir da wegnehmen. Den brauchen wir nicht mehr. So, optimale Balance hierhin. Wie viel haben wir denn hier an Dingens? 890. Hört sich schon mal richtig gut an, oder? Und bremsen müssen wir hier, um dann den Zirkulierer machen, ne? Ja, ich denke mal, das ist richtig gut geworden bis jetzt. Wahrscheinlich eines der besten Manöver, die ich seitdem ich die Dinger mache. Wird der Dralo wahrscheinlich sagen, toll gemacht. Oder er sagt, boah, das und das hast du wieder vergessen. Okay, aber ich würde sagen, für die Folge soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.